Ja, Leute, da sind wir auch schon wieder bei Paar Nummer 41 zu Kingdom Hearts Final Mix, eigentlich umgekehrt, war, weil schon wieder Paar 41 stimmt natürlich nicht das erste Mal. Ja, war jetzt doch keine große Pause im letzten Part, wie ich ursprünglich dachte. Nee, es geht für mich fast schon Schlag auf Schlag weiter. Aber gerade weil es so spannend ist und ich momentan sowieso auch anders spielmäßig nichts anderes machen kann und so, und deswegen kann sogar sein, dass nach dieser Aufnahme selbst sogar das Spiel schon durch ist, wenn ich heute ein bisschen länger mache und so. Also mit dem verwundert sein, ich teilweise auf Kommentare hier nicht direkt reagiere. Das liegt daran, glaube aktuell sind die Part 24 online, das hier ist Part 40 und ich bringe Kingdom Hearts glaub, aktuell nur alle zwei Tage raus. Also ja, dürfte glaube ich soweit alles dann klar sein. Okay, die verlorene Seite im Buch noch. Da war ja was. Jetzt ist halt die Frage. Hineinschauen? Ja, ich glaube, das könnte sogar ein neues Kapitel sein. Mal gucken. Wer ist denn hier zu Hause? Das müsste. Ja, Karotten. Ja, ein Hase vielleicht. Ja, Winnie Pooh, gab es einen Hasen? Puh, Winnie Pooh, echt nicht mehr so dicke, wobei sie nicht nur Karotten, sind mehr Gemüse. Ich habe keinen Plan mehr. Wer könnte denn hier wohnen, wa? Rabbit? Puh. Rabbit. Ja, wenn ich vielleicht sehe, wenn ich ihn wieder sehe, fällt es mir vielleicht ein. Und der Honig ist alle. Was? Also, Rabbits Haus ist wieder zurück, aber etwas fehlt noch. Wo hat laut gerufen, ob das Haus sagt? Rabbit ist nicht da. Das Haus sagt, ist klar. Alles klar, Puh? Niemand da? Puh will Honig. Nein, niemand. Niemand da? Nein, niemand! Okay. Das Haus sagt, ist klar. Das Haus sagt, es ist niemand da. Lass mal reingehen. Wer ist die Person mit dem Namen Niemand? Niemand, hast du Rabbit gesehen? Nein, es ist kein Rabbit hier. Niemand ist hier. Da ist er ja. Ah, stimmt, ja. Den gab's. Hallo, Rabbit. Oh, puh. Was für eine angenehme Überraschung. Hm, man merkt es ihm an. Schön, dich zu sehen, Ferkel. Und, Ist es ein neuer Freund? Puh, tut mir leid, aber ich habe keinen Honig mehr. Oh nein! Es hat keinen Honig mehr für Puh. Eigentlich dreht es eigentlich nur darum. Gibt's Honig für Puh oder was? Honig? Wie kommt der darauf? Hm. Du hättest davon, aber du musst natürlich nicht. Oh, vielen Dank, Rabbit. Denn nur ein kleines Häppchen. Ich habe ein bisschen Hunger. Puh. Topf ist leer. Du isst doch nicht den ganzen Topf leer, oder? Wenn du mal anfängst, bist du nicht zu bremsen. Ja, da ist der Topf leer. Nein, noch nicht ganz, er ist noch dran. Alter, die Kamera! Ey. Wie schön, dass wir beide gefunden haben. Honig und Rabbit. Oh. Ja, der ist zufrieden. Alter. Oh, schon wieder kein Honig mehr. Okay, ist glaube alles klar mit Rabbit und so. Einer fehlt, noch einer unserer Lieblingsplätze noch verschwunden. Oh, was sollen wir nur tun? Die Frage natürlich jetzt, die sich mir so stellt, war das schon alles jetzt? Also mein, ja, kann man natürlich vorstellen, dass ich alles einfinden muss, damit überhaupt das große Ereignis auftritt. Aber ich dachte, vielleicht kommt schon vorher etwas. Ja, wird er nicht, okay. Also, Rabbit ist auch zurück.
Wenn wir so weitermachen, können wir eine ganze Welt herstellen. Krass, wa? Hilfe, jemand muss Pooh helfen. Was? Was ist los, Ferkel? Pooh? Das ist nicht dein fucking Ernst. Oh, Pooh, ja, leck mich doch am Tschöbli. Was machen wir? So, ja, ihr wollt... Hier. Oh, je, yeah, und Hilfe, ich steck schon wieder fest. Ja, friss noch mehr Honig. Ich bin nur dieses Loch reingekommen. Es muss geschrumpft sein. Hm, klar. Warte, ein bisschen Feuer unterm Arsch. So. Okay, der Arsch ist so fett, der merkt gar nichts. Das kann er nicht hieben. Hm. Bleibt mein Haus verstopft, wenn doch nur etwas tun könnten. Pooh muss dünner werden. Ja super, jetzt darf ich nicht hieben. Hier darf ich hieben. Hä? Ja, mit dem Hieben ist zum Teil ein bisschen crazy. Naja, theoretisch könnt ihr jetzt ein bisschen Butter nehmen, Puder mit einschmieren, außenrum und irgendwie dann durchzwängen, aber. Vielleicht nicht die beste aller Ideen, wa? Ich guck mal auf der anderen Seite, weil ich müsste ihn schon sehen. Hey, Puh, na was geht? Wie kann ich Honig essen, wenn ich hier feststecke? Könntest du mir zum Mittagessen vielleicht einen Honigtopf bringen? Puh! Kein Honig, bis du da frei bist! Halt, ich weiß, ein bisschen Krottensaft ist die Lösung. Ein Krottenbeet ist auf der anderen Seite des Baches. Krottensaft ist genauso richtig, wenn damit ein Puh dünner wird. Hä? Warum das? Oh nein! Karottensaft. Ich mag zwar Karotten, aber Krottensaft. Ah, der Tiger. Ja, den kann ich auch noch. Dann sind die alle zurück. Wow, wow, wow. Hey there, name's Tigger. T-I-double-G-R, that spells Tigger. Well now, I don't think I've ever seen you before. Hello, Tigger. You've just bounced my new friend, Sora. Hey, Pooh. Say, you're looking mighty uncomfy today. Is that some new exercise? Why, bouncing around is a lot more fun. Why do you bounce around so much, Tigger? Why? 'Cause bouncing's what Tiggers do best! Speaking of which, my bouncing spot has gone and disappeared! So for now, this will be my new bouncing ground! Tiger. Ist der echt im Deutschen auch Tiger? Schön, können wir einen anderen Namen, aber egal. Tigers Gehopse ruiniert meine Karotten. Und wenn der Pooh keine Karotten saft geben wird, werden wir feststecken. Bitte hilf mir, halt dich auf meinen Karotten fern. Eine ganz schön vertragte Sache. Aber ich habe die Lösung. Also wird wohl die Eule sein, die gerade quatscht. Jo, warten wir doch. So, du musst das Karottenbeet beschützen. Wenn Tigger zweimal auf eine Karotte springt, versinkt sie. Ja, und wie soll er sie beschützen? Einmal. Zweimal. Ja, danke, die Karte ist jetzt futsch, du Arsch. Genau so. Er hätte sie direkt genauso gut rausziehen können. Rette die Karotten vor Tiger springen und du bekommst Punkte. Wie fragst du? Das ist ganz einfach. Ich habe den Karotten, bevor Tiger auf sie springt. Es sind 15 Karotten. Dein Punktestand hängt davon ab, wie viele du rettest und wie oft du Tiger blockierst. Oh, noch etwas. Uhuhu. Der hat Spaß, wa? Das Kommando folgen ist der Schlüssel zum gekonnten Blocken. Tiger landet da so viel Glück. Tiger, bleib stehen! Jetzt kommt's drauf an. Sora gegen Tigger.
Nicht ganz einfach, muss man mal zugeben. Mit bisschen Konzentration. Ja, toll. Alter. Ich muss in die richtige Richtung gucken. Alter. Okay. So, macht eine Bewegung wie beim Volleyball. Ja, toll. Was zum... Ich hab... Blocks 13. Er muss jetzt zweimal drauf springen, damit sie versinkt. Dann weiß ich nur einmal drauf gesprungen. 82. Oh, ist nicht schlecht. Nobody keeps up with Tiggers. Maybe there's something wrong with my tail. Danke vielmals. Ich mache jetzt besser den Karottensaft, wa? Ich hol die Karotten. Bitte warte im Haus auf mich. Okay. Da hol ich mal die Karotten. Tigger! Oh Mann, was eine verrückte Welt. Ah, was für ein Tag. Ich habe Honigkornsaft gegeben. Also seht, du müssen es ihn rauszudrücken. Ein kleiner Schub sollte genügen. Das mache ich mit Freuden. Ah. So war ein kleiner Schubs. Lass mein Gemüse behindern oder das. Bother. Oh, where am I? It's ever so dark in here. Well, it isn't so bad, I suppose. There is plenty of honey. Ach du Scheiße. Die verlorene Seite hat sich in ein Item verwandelt. Mithrilerz. Vielen Dank für das Erz, Mann. So. Man sieht aber, also irgendwie ein paar Dinger fehlen noch, oder kommen die gar nicht? Ich meine, gut, wir haben doch schon relativ viel, wa? Also ich schätze mal, sind noch maximal 3 Seiten, weil es noch 3 Wolken sind. Vielleicht auch weniger, mal gucken. War auf alle Fälle, wie ich finde, durchaus erfolgreich. Und noch Morgenland. Abgeschlossen. Ja, Mann. So mehr solche Welten gibt es, das Hundermorgenland, das ein Buch gefangen ist, also quasi gefangen ist. Hätte irgendwie was. So, mal kurz gucken. Geht ein bisschen hier runter, komm. Magie üben? Nee. Boah, doch keine Übung, ey. Wir sind Meister, wir haben Herkules-Plug gemacht. Wir sind die Größen. So, da war noch ein weißes Trio-Tech-Dingsbums, okay. Tja, wo die Grünen sind, keinen Schimmer. Ich glaube, ich werde echt die alten Orten so also da aufsuchen, wenn wir halt alle Trio-Tech-Dinge haben. Also sprich, noch die, wenn wir die Weiße noch haben, haben wir eigentlich alle. Glaube zumindest. Und dann machen wir das. Und wenn das Teil da hinten mal weggeht, ist ein anderes Thema, schätze ich mal. Ein Herkules-Schild. So, da ist wieder so eine. Da gehen wir aber auf den Sack, aber keinen Bock drauf. Das war das Hotel. Nein! Oh, das ist doch wohl. Klopf, klopf. Dankeschön. Postkarte. Hui, ich schwebe oder gleite. Die Gruppenabilities, die haben schon was. Ich muss sagen, gefallen mir immer besser. Von Mal zu Mal. Was ist das für ein Laden hier? Geppettos Haus. Hä? Hey, ist er neu? Pinocchio? Hey, du bist Sora. Oh, hallo Sora. Wie seid ihr hergekommen? Ein Mann namens Dylan hat uns geholfen und uns in dieses Haus besorgt. Er hat sehr viel für uns getan. Ich weiß nicht, wie ich das hier wieder gut machen kann.
Ich habe gehört, dass ihr gerade die Herzlosen bekämpft. Ich habe das hier gemacht. Vielleicht nützt es euch ja. Geppetto Mobile halten! Für uns? Ja, natürlich, Pinocchio ist nur zu Dank verpflichtet. Wenn alles du machst, zu helfen. Jo, Mann, was geht? Digga? Ich lerne ganz einfach, damit ich ein richtiger Junge werde. Ich flunkere nicht, seht ihr? Meine Nase ist nicht länger geworden. Hehe. Ach, schön. So, Dalmatiner. Kacke, Mann. Wunschgestirn. WTF? Aber es ist aber keins, was mit Hibos aufnehmen kann. Nee, ist viel schwächer. Alter, gut, dann mach's mal an, ey. Plexus, Wunderlampe. Kann man davon ausgehen, dass das eigentlich schon die Dinger waren, beziehungsweise die Welten sind, die Reihenfolge nach hätten abgehen müssen. Was auch getan haben soweit. Maritim, ja. Gut, dann kann das mit der Feenharfe. Mhm. Das mit dem Wunschgestirn ist zwar auch cool, ja. Examinator, mhm, ist klar. Chocobo, danke Cloud. Und jetzt Heroes, Alter, es ist geil, muss man so sagen, ist geil, ich habe glaube ich keinen neuen AP mehr. Na gut, ich habe 2, will ich gerne behalten, dann, jo, cool. Traverse fühlt sich auch, was willst du sonst haben? Nix, alles geil. Da hat noch irgendwie helles Haus hier, hä, kann man, war noch gar nicht hier. Oder falls doch, kann man nicht betreten. Das kann natürlich raus sein. Hui! So. Mega erhalten. Dankeschön. Okay, Freunde. Ich möchte den Rest des Parts noch nutzen, um ein bisschen Besorgungen zu erledigen. Erstelle Kupo. Gut, das ist klar. Ja, auch ein bisschen einkaufen und so. Das finde ich ist jetzt, glaube ich, doch ein richtiger Zeitpunkt. Willkommen, Mann. Willst du das kaufen oder verkaufen? Eigentlich will ich verkaufen. Dann muss ins Kaufmenü gehen. Ist klar. Golem-Schild, weil Goofy hat den besseren, also insofern kann das ruhig machen. Da haben wir noch ein paar Ringe. Ja, Goofy hat schon 2 an, also ganz ehrlich, wobei wir haben so viel Kohle. Da verkaufe ich mal die Dinger, weil die sind... Die geben auch so wenig ab, da ist sicher nichts Gutes mit dabei, sage ich jetzt mal. Wir haben noch 10 Stück in der Truhe. Ja, ein paar Dinger könnten nicht schaden. Was ist denn so? Heilbrosch haben wir in Truhe zwar auch schon. Ja. Ja. Ja, ja. Dominion Vampir, das Camper-Set. Ich habe noch eins mit. So, Sternstab. Magierstab hat er bereits. Kampfstab hat er aber auch schon. Hammerstab. Ah, glaubst du, haben hier sonst nicht mehr viel. Leider. Tick, Tick und Drache. Hätte beinahe gesagt Chip und Chap. Wäre nicht schlecht, wa? Chip, Chip, Chip und Chap. Ritter des Rechts. Lalalala. Arme Dinger. Ja, nicht alle. Also wir haben schon mehr als die Hälfte gefunden. Was aber praktisch ist, sind irgendwie 3 Stück... Ja, in einer Truhe drin sind. So, was hat der denn noch so, wa? Kraftstreik geringfügig, aber ich glaube, den besseren war Inventarring, Alter. Ja, irgendwie hat der nicht so das geile Zeug. Wir gehen mal hoch zum Mugri. Ich bin gespannt, wir haben so viel Erz mittlerweile. Wir müssen doch eigentlich schon ausflippen. Ja, habe ich. Der Ofenmelder ist. Schmieden wir! Schmieden! Zauberring. Na, den könnt ihr schon fast. Geschmiedet 2 von. Ah, die haben wir schon. Okay, also schon mal so geschmiedet. Ist irgendwie wichtig, dass wir die alle schon mal geschmiedet haben? Ich mach's mal, wa? Weil irgendwie. Wir können es wieder machen, versteht ihr? Schmiedel der Link, Dankeschön, Trophäe. Natürlich alle machen könnte, wäre geil. Da haben wir Zynanit-Splitter, fehlt mir noch einer. Hier der Achat-Splitter. Alter, haben wir viel Mythril-Erz. Hier fehlt fast alles noch für den XP-Ohrring. Lass mich ran, gibt mehr Erfahrungspunkte. Hm.
Es ist ein bisschen irreführend, wa? Weil eigentlich haben wir so viele Erz und so. Irgendwie. Können wir relativ wenig damit machen. So. Lass mal sehen. Okay, wartet hier. Ich baue sofort ein. Danke, Sid. Ciao, Sid. Just remember what Donald said to you. No frowning, no sad faces. How can you be so cheerful? There's still no sign of your king. Aren't you worried? Worried. The king told us to go out and find the key bearer, and we found you. So as long as we stick together, it'll all work out okay. You just gotta believe in yourself, that's all. Just believe. I believe in you. Bin ich? Vor langer Zeit, in einer Zeit des Friedens, lebten die Menschen in der Wärme des Lichts. Jeder liebte das Licht. Aber eines Tages begannen die Menschen, um das Licht zu kämpfen. Die Dunkelheit ergriff Besitz von ihren Herzen. Die Dunkelheit verbreitete sich aus und verschlang das Licht und die Herzen der Menschen. Sie hüllte alles ein und die Welt verschwand. Puff, einfach weg! Aber kleine Reste des Lichts überlebten. In Herzen der Kinder. Njam, njam, njam. In diesen Lichtresten bauten die Kinder die verlorene Welt wieder auf. Es ist die Welt, in der wir heute leben. Das wahre Licht schläft. Tief im Innersten der Dunkelheit. Deswegen sind die Welten immer noch verstreut. Und voneinander getrennt. Ja, ja, ja. Aber eines Tages wird sich eine Tür zum Innersten der Dunkelheit öffnen. Das wahre Licht wird zurückkehren. Also hör zu. Tief in der Dunkelheit wird es immer ein Licht geben, das dich leitet. Glaube an das Licht, dann wird dich die Dunkelheit nie besiegen. Njam, 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 njam. Dein Herz wird heller strahlen und die Dunkelheit zurückdrängen. Verstehst du, Kairi? 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 Kairi! Huh? What's the matter? Nothing. Kairi? Did you call me? Wer weiß, war auf alle Fälle ziemlich schräg. Das Licht in der Dunkelheit. Mir fällt gerade wieder ein, dass wir in irgendeiner dieser Visionen, die wir hatten, also beziehungsweise Erinnerungen von Sova, mit Riku zusammen, als noch Kinder waren, da hat Riku ja gesehen, dass er auf der, die Ursprungsinsel, Destiny Island, dort war es doch, diese Tür, offenbar auch ein Schlüsselloch. Vielleicht Destiny Island, etwas mit der Dunkelheit generell so zu tun hat? Egal. Ich habe das Navigumi eingebaut. Aber vergiss nicht, da werden wir das von Herzlosen. Sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Peace, Mann. Hier, nehmt das mit. Morphe-Gummi erhalten. Dankeschön, kann ich jetzt mal zum Gummi-Menü. Gummi, Gummi, Gummi. Ich möchte gerne Gummi. Aber jetzt nicht irgendwie... Geppetto Mobil ist flugklar? Nein. Was zum Henker? Simon ist aktuell, den wir haben, ne? So viel verstehe ich jetzt auch noch. Siren hat ein höheres Tempo, wie wir gerade sehen.
Was? Du Gummitsch ist so groß wie du wärst. Ja, danke schön. Nein, nein. Zurück. Dann kann man schon Highwind, oder? Kleine Kanone, mittlere Kanone, große Kanone. Kleiner Laser, mittlerer Laser. Das hat ja Highwind gar, alles gar nicht, oder? Ich überlege langsam ernsthaft, ob wir in der nächsten Folge erstmal noch ein bisschen ins Gummimenü uns einlesen sollen. Zu wenig von irgendwie allem habe. Ah doch, das können wir bauen, okay. Wieso macht es nicht automatisch? Okay, jetzt reicht es mir. Leute, es reicht mir. Wir werden in der nächsten Folge mal angehen. Wollt ihr rotieren lassen? Ich muss wissen, dass es geht. Ich finde das so seltsam. Darf bitte wieder rausgehen? Hallo, wir kommen wieder raus. Mann, nee. Ja, es ist sehr, sehr seltsam. Ja, Tutorial machen im nächsten Part am Freunde. Dann auf in neue Welten, würde ich mal sagen, weil wir sonst nicht, wo wir jetzt gerade hingehen könnten. Also dann, ja, wo könnte ich Mickey? Ist eine gute Frage, wenn wir schon beim Thema gerade noch sind. Ich würde gerne mit Mickey kämpfen. Ganz ehrlich, ich meine, ja, König Mickey gesehen haben wir noch nie. Ja doch, die Umriss gab es zum ersten Part mal, aber es ist schon Ewigkeiten her. Wird die Parts genau gesagt. Egal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.